Quatsch gelesen. Okay, ich habe zu viele Sounds. Ich habe dich, ich habe das Spiel. Ich habe die Musik, hier ist mir zu laut aus. Mindestens klappt das mit der Playlist, was eine geile Aktion, ne? Ja. Wobei die Geschmäcker der Leute sind ja echt bodenlos, sagt man heutzutage, glaube ich. Ich hoffe, du hast einpacken. G-Portal, wie viel Gigabyte hast du da für Mods? 25. Kannst du dazu buchen und ist immer noch günstiger, glaube ich, als Nitrado. Also jetzt beim LS-Server, ne? Aktiver Killer. Bei anderen Sachen kann ich nicht so. Ah, so. Ja, was machen wir denn hier bei Regen? Ich habe keine Verbindung. Warum habe ich keine Verbindung? Vorspulen? Achso, nee, ich wollte gar nicht. Okay. Was ist denn hier los? Es regnet. Toll. Milch, Wasser ist alles da. Nee, keine Milch, ja. Ja, musst du doch die Szene wechseln. Ach, lecker mio puto. So. Oh, aber das habe ich mir. Ich habe mir gerade ein bisschen mehr vorgestellt bei dem. Weil ich habe nur den so einen zusammengeschnittenen Clip so als Cliffhanger gesehen. Und habe gesagt, oh geil, das will ich mal sehen, wie die Affen das da futtern. Ja. Könnte ich zum Dann Beispiel nicht. Was? Könnte ich zum Beispiel nicht. Also die Hälfte, da würde ich davon sowieso liegen lassen, ey. Also, ja, ich weiß nicht, ob ich das könnte. Ich habe keine Ahnung. Also, ich hab mal ordentlich scharf gegessen, aber schon Ewigkeiten nicht mehr. Weil meine Frau und meine Kinder halt ja gar nicht scharf essen. Ja, wir hatten, aber früher habe ich. Wir hatten. Beim Burger King gab es auch mal die geile Aktion mit diesem. Ja, sowas ist Pillepalle. Das ist gar nichts. Das ist nicht scharf. Ja, das wollte ich gerade sagen. Nämlich bei uns einer am Ort, der macht die noch einen Tick besser als ein Burger King, sowieso klar. Schnitzelhaus heißt es. Und ey, da kriegst du wirklich, also ich würde gar nicht, bei Spencer's Pranken zweimal so groß sind die XXL-Schnitzel, also so richtig breite Latschen und die sind richtig geil, also. Aber das mit dem. Ey, da kannst du mich jagen damit. Wieso zeigt er denn jetzt hier beide Mühlen an, der Eierkopf? Oh. Das hat er schon letztes Mal gemacht, dass er beide angezeigt hat, wo selbst wo ich da das Weizen versucht habe abzuladen. So. Nicht, dass du jetzt gleich noch deine wegreiße, Dusch. Nee, dann steht da verkaufen. Deswegen habe ich gerade nochmal zweimal geguckt. So, aber wie sieht's denn hier aus? Was haben wir denn? Wir haben Sonnenblumenöl, wir haben Sonnenblumen, wir haben Weizen. Alles noch da. Wie lange regnet denn das hier noch? Und habe ich überhaupt was zu tun? Hat hier gar keiner gespielt, Alter? Wir sind ja immer noch da im Juni. Doch, bisschen weiter gemacht habe ich. Allerdings mit Wachstum, ja. Fantas-Felder müssen geerntet werden. Der ist schon auf. Was ist denn da los bei Fanta? Hat der irgendwie Durchfall? Alter, der hat ja schon Hälfte der Karte. Wahrscheinlich bei seinen anderen Spielern, die Marker für Niba, seitdem wir so über ihn gehatet haben. Bestimmt. Fanta, du geiles Ding. Wer hätte bei Joghurt, Tomaten, das Ketchup, Soja getränkt? Ja. Scheiße. Ey, den Ankupplungsmod habe ich jetzt bei mir auch sowieso jetzt mal rausgeschmissen, weil der macht hier mit dem, wie gesagt, Grimmel-DLC voll die Probleme. Also, man müsste sich vorstellen, ich bräuchte einen externen Trafo oder irgendwie so eine Stromerzeugungsgerät, ne, für einen Hänger dazu, damit ich überhaupt den erstmal verbinden kann, sagen kann, hey, jetzt darfst du quasi hast du Strom. Darfst du die Kartoffeln verteilen? Ah, ja, stimmt. Habe ich was gelesen, Fanta. GTA IP ist seit letzten Wochen im Programm.
Mal wieder oder? Was bist du da, Fanta Bauer? Gibt's das? Alle fahren mit den Lambos und Mercedes GTs rum und Fanta kommt so mit so einem Fendt, Alter. Naja, es gibt auch auch einen Traktor mit Lamborghini, deswegen sage ich ja. Stimmt. Fanta macht halt hier einen auf breit, ne? Hey. Oh, so, ich kann eigentlich nichts machen, deswegen mache ich Was? mal einen auf. Hab eigene Farm. Sehr geil. Boah, geil. Also, ja. Ey, Vater wird es zum Around Farmer hier. LS GT. Ja. LSRP. Ja, ich fand dieses Ramp Redemption geil. Ist den einen, wo ich vollert hab. Da kommt mir was entgegen. Mach Platz. Aber Platz, ey. Scheiß rote Trecker, ey. Siehst aus wie der von Cars. Ja. Jo. Gemüse war noch nicht da, ich weiß nicht. Alles klar, ciao, ciao. So. Schwert, ja. Feld 45 will er gruppern. Echt. Und machen wir heute mal einen Auftrag. Was ist jetzt los? Okay. Da oben? Ja. So, mal blinken. Bitte ist das 4:50 Uhr. Ein Stündchen haben wir so ungefähr. Ja, schön. Ach, ich glaube, ich kann auch hier ernten noch. Ne? Fällt mir gerade so ein. Sieht auch schon nach der letzten Wachstumsstufe aus. Aber gut, ich war. 45 ist doch das Feld danach noch, ne? Was? 45 ist doch noch das Feld danach, ne? Der hätte Wo jetzt noch? zum Gruppern ist doch das die Begrenzung, was du gesagt hast, ne? Ja, da gibt es so zwei Teile. Ja. Geil. Ich fast wieder voll vergessen. Der Hardcore-Driver. Hab noch 2 Monate, da kann ich auch endlich mal meinen Scheiß abernten. Zwei Monate. Achso, was Ja, kommt? Sojabohnen. Gott sei Dank. Ich guck schon immer morgens schon drauf, Samstag, Sonntag. Ja, nicht, dass ich wieder verpenne oder so und sag dann, oh Scheiße, Ernte wieder am Arsch. Bitte einmal Holz machen, dass du die Kosten wieder alle schön gedeckt hast. Das war der hier, ne? Das war das Feld.
Ach, das ist die Fahrzeug, was ist da denn jetzt? Jetzt bin ich mal gespannt, was sich denn heute bei mir entscheidet, ob das Amt das zulässt oder nicht. Ein Kumpel von mir, der hat sich jetzt für mich sich ein bisschen eingesetzt hier für Zeitung austragen. Ganzes Gebiet für 300 Euro. Und das Amt soll das nicht zulassen, oder was? Ja, das Problem ist, du kannst ja, wenn du das Bürgergeld kassierst, da kannst du nur 100 dazu verdienen, ja. Und der Rest wird ja quasi komplett abgerechnet. Ja. Normalerweise 300 Euro würden sie nichts sagen, etc. Stand der Dinge von am Freitag. Und habe ich gesagt, ah ja, komm, gebe ich mein PayPal-Konto an, sollen sie es drauf überweisen, kriegt ja keiner mit. Vertrag muss ich ja trotzdem vorlegen. Das ist so quasi meine Grauzone. Weil da wächst das Problem. Die Grauzone, was ich darin sehe. Gut, sollen sie mir die 100 Euro überweisen, der Rest quasi von meinem PayPal-Konto als von denen als Spende eintragen, dann wäre die Sache geritzt. Das habe ich, bin ich da, also Rücksprache mit meinem Anwalt mal gehalten, ob wie das halt möglich ist. Ja, das hört sich schon so, ja, weil ich habe keine Lust, dass die mir das dann nochmal doppelt und dreifach abziehen. Weil ich die Ja, aber 100. du verdienst ja mehr. Also, hä? Wieso sollen sie jetzt dann nicht abziehen? Ja, mir wäre es lieber, wenn es nicht wäre. Ja, natürlich, wäre jedem nicht lieber, aber das ist nicht die Arbeitswelt, Alter. Was ist das denn für eine scheiß Einstellung? Jetzt mal ehrlich. Hä? Das ist ja völlig. Also, nee, sorry, aber da bist du bei mir beim Falschen. Das finde ich assi. Also. Naja, weil das ist, ich habe mit einem anderen mal geredet, der hat das saß in der ähnlichen Situation, aber die haben das für ihn, weil er dann in die Selbstständigkeit gegangen ist, als Startkapital da bedient, ich weiß nicht. Das ist wirklich so eine Sache für, wie gesagt, das ist eine Grauzone. Das ist wirklich, da musst du wirklich mit dem Amt darüber reden und ich habe da ehrlich gesagt echt keine Erfahrung. Und das Aber es passt. gibt ja irgendwelche Leitlinien, wo das einfach geschrieben oder beschrieben ist. Ja, normalerweise 520 kannst du dazu verdienen, die 300, wenn ich dann quasi dort arbeite, die werden damit verrechnet und das war's dann quasi. Aber wie gesagt, ich will halt irgendwann, wenn ich die Ausbildung mit dem Fachinformatiker fertig habe, den ganzen Kram da, wenn halt da, keine Ahnung. Wie gesagt, ist für mich Fachinformatiker, ist für mich totales Neuland. Wenn du da noch irgendwas Sachen brauchst oder so, hardwaremäßig und da irgendwie noch da Selbstständigkeit nennen willst, kannst du das als Kapital nehmen? Als Eigenkapital? Oder geht das nicht? Das sind so die Sachen, wo ich, da sollte ich halt mal die Woche meinen Anwalt mal kümmern, ob wie das da funktioniert. War vielleicht scheiße ausgedrückt, muss ich ganz ehrlich sagen. Wie gesagt, das war jetzt so halt die grobe Denkweise, was ich habe. Aber ich habe, ich kann mich halt nicht auf meine Lorbeeren ausruhen, das geht nicht. Weil ewig, ewig da drin sitzen zu bleiben, habe ich ehrlich gesagt echt keinen Bock. Ja, verstehe ich ja. Das verstehe ich ja auch, ne? Und ich verstehe auch so, dass man gern mehr dazu hätte, aber das ist so einfach auf dem normalen Weg. Ich weiß halt nicht, wieso muss man da, ich sag, ohne es blöd oder böse zu meinen, warum muss man da bescheißen so? Oder halt irgendwelche Grauzonen, wenn es eine Grauzone ist, ist alles gut, ne? Dann sind die selber schuld so, aber. Regeln brechen würde ich nie, höchstens nur biegen. Aber ich fand ja auch den Vorschlag von meinem Vater ja auch geil, ne? Ah ja, siehst du, wie andere so da die ganze Zeit Merchandise machen? Mach doch vielleicht den Kram auch, habe ich gesagt.
Guck dir mal die Leute an, die vielleicht größer sind als ich. Dann können wir mal drüber schwätzen, aber so wird es nichts gehen. So komische Dinge da. Glaube ich, der schlechteste Flüger der Welt. Egal. Aber was mich trotzdem verwundert, ein Kumpel, der ist jetzt in Frührente gegangen und hat gesagt, ganz doof, will er nicht bleiben. Und, oh Gott, was der, der kriegt ja nicht mal 1000 Euro Rente, ne? Deswegen muss er auch noch sein, gucke, dass er da noch, Zeitung austrage ist. Und, der kriegt die 300 Euro direkt drauf. Wie gesagt, das ist anscheinend möglich, wie er es da macht. Aber wie gesagt, das ist. Aber ich glaube, Rente ist ja auch noch mal was anderes Ja. als Bürgergeld. Moin! Aber ich finde es auch wieder eine ganz, ganz spannende Sache, halt, wie sich da die, oder wie sich das Ganze entwickelt da. Was denn? Generell, weil ich gucke schon nach den 4 oder 50 Euro Jobs da, was es da gibt. Oder gehen den, wie so gesagt, oder Zeitungsaustrag, das wäre jetzt auch nicht so das Problem, aber ich müsste, zwei Jobs annehmen. Um komplett draußen zu sein. Ja. Also zumindest rübergehen, bis die Ausbildung da zum Fachinformatiker da losgeht. Gibt es die per Termin? Ausbildung. Wie war das? Ausbildung geht immer September, Oktober los. Achso, also ist eine richtige Ausbildung. Genau. Und das ist deine Erstausbildung dann, Nö, oder? zweite Nee, Ausbildung. also komplett eigenfinanziert dann. Yep. Keine Zuschüsse und so weiter. Genau. Das ist ja quasi der ganze Kram da. Und hast du einen Ausbildungsplatz? Leider nicht, noch nicht. Also bei mir ist die SAP, Wiesloch Waldorf, ist die SAP. Ja. Die könnte, wenn ich ein Praktikum machen würde. Die würden auch direkt sofort jemanden so nehmen. Habe ich auch schon gehört vom Nachbar. Habe ich schon Aber halt angefragt. Bin aber mit dem Amt immer noch in Rücksprache. Weil, wie gesagt, immerhin ist noch, wenn ich Zuschüsse bekommen würde, müsste ich einen Eignungstest machen. Das ist das, was mich so ein bisschen ja, verwundert. Nochmal einen Eignungstest zu machen, ob ich überhaupt für den Job in Frage kommen würde. Oder die Ausbildung. Das ist das, was meine Sachbearbeiterin verklickert hat. Das hat mich ein bisschen stutzig gemacht. Was interessiert denn das Amt, wenn du eine Ausbildung anfängst? Oder damit du Zuschüsse kriegst, meinst du? Ja, genau. Okay. Ich habe gar keine Ahnung. Was gibt es denn für Zuschüsse bei einer Ausbildung und bei einer Zweitausbildung vor allem? Ja, Also das. das hat die mir. Das sind Fragen, wo ich hoffe, dass ich die, wenn ich die, also pass auf die wo fürs Bürgergeld zuständig ist, die Sachbearbeiterin damals, wo ich Hartz IV Ja. war, mit der kann ich mich besser unterhalten als mit der, wo ich jetzt hab. Ja, und das hoffe ich, dass Ja. ich. Ist das aber mal eine blöde Frage, weil, also ich bin ganz ehrlich, ich hasse so eine Mitarbeiter. Ich hasse es, mit dem Amt zu tun zu haben, weil die meistens selber keine Ahnung haben. Ist das nicht irgendwo niedergeschrieben, wo du einfach selber dir das angucken kannst und dir das, ich sag mal, das Wissen selber aneignen kannst? Das muss doch irgendwo niedergeschrieben sein, oder nicht? Ja, ich hab schon immer im Internet geguckt, wo das Ganze dann ist, aber manchmal dieses Amt, das Amtsdeutsch, das ist wie,
Oh Gott, Vergleich Birnen und Äpfel. Ja, ich weiß, was du Und sie meinst, kann also. das quasi perfekt umsetzen. Ne? Sie sagt ja ganz klar, Deutsch glatt, wie es ist, was du brauchst. Du gehst da rein, zack, 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 alles so abgearbeitet und sie macht quasi dann der Rest, ohne dass du böse auf die Schnauze fällst. Und das ist bei ihr halt so Was? wirklich, da ist der Das Mensch. passiert nur so lange, bis du auf die Schnauze fällst. Eins kann ich dir garantieren: Ist egal, was sie dir erzählt, wenn du auf die Schnauze fällst, war sie es nicht, fertig. Es ist egal, ob es ein Steuerberater, ein Anwalt oder was weiß ich, was ist. Also. Ja, gut, aber das Gefühl habe ich bei der auf jeden Fall nicht. Also. Ja, das macht nichts. Ja. Das ist nur so, ich sag mal, so eine Lebensweisheit von mir. Es ist egal, was du machst. Ich hatte bei Gründung hatte ich auch bei so einer ganz netten Tante hatte ich auch das Gefühl, ey, die hat das alles super gemacht und ich habe das alles eingereicht und doppelt und dreifach, das muss ja alles gut und super gemacht werden, ja. 2 Monate nachdem ich meine Selbstständigkeit gemacht war, Strafanzeige bekommen mit Vergleich oder Gefängnisstraf. Okay. Weil die einfach nur Dünnschiss erzählt hat, weil sie einfach keine Ahnung hatte von dem, was sie da gelesen hat. Weil es einfach noch eine Methode gab, eine Betriebsübernahme, die sie halt nicht kannte. Okay. Und dann habe ich auch, ich glaube, 2 Monate selbstständig, noch keinen Cent verdient, aber erstmal einen Vergleich mit 3.500 € Strafe bezahlt. Und wer ist schuld? Ich, nicht sie. Sie hat keinerlei Schuld. Weil im Endeffekt bist du immer selber verantwortlich. Ja. Obwohl sie Deswegen. mir das in Auftrag gegeben hat. Deswegen war auch schon so Gedanke, bewirb dich auch eher für eine Ausbildung irgendwie gerade bei so einer Fachinformatikerfirma, ohne groß den Eignungstest da zu machen. Ja, was musst du machen? Also, ich muss es machen. Es war ja genauso die Aktion, da hat sie gemeint oder hat sie mich auch geschrieben, AJS-Bestände irgendwie noch Krankengeldanspruch oder auf irgendwas, weil dieses Integrations von der SAH, wobei in so einer Region ist. Und ich habe gesagt, ich brauche kein Bewerbungscoaching oder keine Arbeitsintegration. Ich weiß, wie man Bewerbungen schreibt. Ja, die will halt bloß Druck machen, dass da halt rauskommt. Und dann habe ich gesagt, ganz ehrlich, was soll das denn? Jetzt über Wasser halten, also wie gesagt, mit dem Geld langt sowieso, aber trotzdem will ich halt nicht auf trockene Stelle halt haben. Jetzt bin ich jeden Samstag und Sonntag beim Kollegen dabei, hilft den Zeitungs aus, am Austragen. Jetzt halt nur noch warten. Ich kann jetzt nur noch warten, bis es im August, Oktober losgeht. Ja, du kannst dich bewerben. Ja, Das klar. ist eine große Ja. Nummer, weil du hast ja noch nichts. Es nützt ja nichts, wenn es losgeht und du hast keine Stelle. Ja, das ärgert. Ja, bewerben und warten. Das ist zwei meiner größten ja, Schwächen. Das Warten vor allem. Ich finde ja auch Fachinformatiker auch nicht schlimm. Vor allem, wenn es in Sache in die Richtung Medien geht. Das ist ja das, was mich auch noch so interessiert. Ganz ehrlich, keiner weiß, was ein Fachinformatiker genau macht. Es regnet immer noch. Sollte es um 12 Uhr nicht aufhören zu Naja, also regnen? es ist Soll, gleich wenn wir fertig. studiert der Informatiker nur praxisnah. Ja, okay, aber okay, stopp. Was macht ein Informatiker so genau? Was sind die Aufgaben eines Informatikers? Es gibt zwei Fachrichtungen, okay? Ihr wollt nicht so viel Geld für Spiele ausgeben, weil sie zu teuer sind? Dann checkt mal meinen Partner ab, Instem Gaming. Gleiche Spiele für faire Preise. Link unten in der Beschreibung.